Super. Hat jetzt nur 10 Minuten gedauert. Also. Da können wir jetzt anfangen. Jetzt sind wir Können vorbei. wir? Okay. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier im lauschigen Kinocast-Studio. Chris, hallo. Hallöle. 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 Ich bin der Erik und Hallöle. wir rocken der Hallöle. Wir rocken das heute zu zweit hier. Rock on. Schon. Dum-dum-dum. Tolle Sendung. Ja. I find your lack of faith disturbing. Ja. Geht gut los. Geht los. Nehmt dem Mann das Soundboard weg. So. Nein, mein schönes Soundboard hier. Ich habe echt gute Laune heute. Hat mit dem Fußballspiel gestern zu tun und mit dem schönen Wetter und alles. Aber jetzt müssen wir gleich über einen Film sprechen, den wir, glaube ich, beide. Naja. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Midsommar. Und Sommar. Midsommar. Mit Sommar. Ich bin der IKEA-Sprache nicht so mächtig. Midsommar wird beschrieben als Horrorfilm, wie ja auch die Kate schon in der Sneak-Vorschau letzte Woche gesagt hatte. Ja, wobei ich ja auch schon gehört habe, das ist nicht so ein richtiger Horrorfilm. Und davon durften wir uns dann überzeugen. Regie hat geführt Ari Aster, der ja den Film Hereditary gemacht hat. Und geschätzte Hörer werden es wissen, es gab da hier doch einige Diskussionen darüber und geteilte Meinungen. Also ich fand den Film Hereditary sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen und auch die Schlenker, die er gemacht hatte und alles. Und ja, Chris und Kate fanden das eher nicht so. Und nee, der war ja, doof. war aber interessant, dass wir mal so geteilter Meinung waren und anscheinend polarisiert der Regisseur mit seinen Werken doch etwas. Und Midsommar, als Ari Aster begonnen hat, diesen Film zu drehen, da gab es schon so ein bisschen so, ja. Er wollte das eigentlich erst nicht machen, weil es ihm überhaupt nicht gefallen hatte. Und dann hat er es selber nochmal überarbeitet, das Drehbuch. Es stand irgendwie so gefühlt nicht so unter einem guten Stern, weil ich habe ihm dann gefolgt auf Twitter und so. Und nee, oder nicht Twitter, irgendwo, wo hatte ich das gelesen? Weiß gar nicht mehr. Irgendwo hatte ich das gelesen und da waren immer so News. Vielleicht war es auch von seiner Filmfirma und das klang irgendwie alles nicht so gut. Und habe mich eigentlich da auf den nächsten Hereditary gefreut. Und in Midsommar geht es um Folgendes. Die Hauptdarsteller sind zum Beispiel Florence Pugh, Jack Rayner und Will Poulter, den wir kennen zum Beispiel aus den Maze Runner Filmen. Und es geht um eine Beziehung in den USA, also ein Mann und eine Frau. Und die ist so ein bisschen, ja, so ist eine schwierige Beziehung. Also sagen wir so, die Frau ist einfach Psycho. Da, die muss auch Nein, Tabletten nehmen. das ist gemein. Das hat Ich auch muss gleich eingreifen. Da muss ich gleich muss ich Bloß weil eingreifen sie hier. Hübsch aussieht, kannst du nicht über Nein, nein, ihre nicht, weil sie psychischen hübsch. Probleme hinwegsehen. Sie hat einiges in ihrem Leben schon Ja, hinter sich genau. und hat davon einfach auch einen Knacks mitbekommen. Hat ganz schöne Also, Schicksalsschläge hinnehmen müssen und ja, eben, und einen dann ist davon man. sehen wir auch im Film. Ja. Eben, dann Aber ist man auch nicht mehr so trotzdem, ganz fit im ja Kopf. So. doch, die hat doch eine an der Waffel. Und das ist halt so. Und ich meine, er diskutiert dann mit seinen Freunden darüber und seine Freunde sagen alle so, oh ey, lass das sein mit der, die ist total Psycho und ja, die ruft ihn ständig auch an, wenn er irgendwo mal weg ist. Und ja, jedenfalls wollen dann die Freunde, weil einer von dieser Clique ist, nennt man es eigentlich heutzutage noch Clique? Ja, weiß nicht. Gang. Ja? Wie nennt man das sonst? Weiß nicht, Freundeskreis? klingt so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig. Ich wollte hier ein bisschen Ja, aber moderner das passt werden, ja weißt zu deinem Alter, von dem her ist es ja du? okay. Ich wollte auch ein bisschen moderner, dass wir die Jüngeren abholen, weißt du? Na, Ja. jedenfalls, ja, jedenfalls, der eine von denen kommt aus Schweden, hat auch so längere Haare und so und ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, so hippie-mäßig, so ein bisschen drauf und die studieren alle in den USA irgendwas und wollen dann in den Semesterferien mal in das Heimatdorf von dem einen nach Schweden, weil da soll es immer so ein richtig cooles Hippie-Festival geben, von denen er immer so geschwärmt hatte. Und das ist alles noch so sehr, sehr bodenständig, weil da diese Gemeinde, die lebt wohl da noch so nach,
ja, wie es halt früher so war und kein WLAN und nix und so fast ein bisschen wie Amish in den USA wäre das fast, ne? Und ja, da wollen halt die Jungs alle dahin. Und der eine hat sich dann aber von seiner, ja, weiß nicht, hat er sich da überreden lassen? Nee, eigentlich nicht. Es war irgendwie so ein ganz seltsames Ding, so nach dem Motto, ja, fahr doch und so, nee, ich bleib halt hier allein mit meinem Problem. Ach, naja, wenn du willst, komm doch mit und so. Ach nee, eigentlich will ich nicht. Und dann hat er sie irgendwie überredet, musste dann seinen Freunden auch noch verkaufen, dass sie jetzt auch mitkommt, aber eigentlich vielleicht dann doch nicht mitkommt, wenn es dann soweit ist und so. Und ach, naja. Jedenfalls fahren die dann alle hin, lange Rede, kurzer Sinn. Obwohl, das waren eigentlich nur mit den besten Szenen am Anfang, fand ich. Ja. Okay. Großartige Szenen in dem Film. Jedenfalls fahren die dann hin nach Schweden, da wirklich so voll in die Pampa. Voll in die Pampa und da ist dann dieses, und es ist gerade auch noch so diese Midsommerzeit, die ja auch im Titel beschrieben ist, das heißt, wo die längste, ja, die Tage am längsten sind irgendwie. Und kürzeste Nacht quasi. Ja, die kürzesten Nächte. Und aber irgendwie ist das Gefühl bei denen irgendwie so Polartag, weil es irgendwie die ganze Zeit Tag. Es ist taghell die ganze Zeit im Film. Und dadurch wird natürlich denen ihre Psyche so ein bisschen auf die Probe gestellt, weil ja, weil es einfach die ganze Zeit Tage, sie können nicht richtig schlafen. Bisschen, sagt er. Und gleich als die ankommen, bekommen sie auch von irgendwelchen Hippies irgendwelche seltsamen Pilze angeboten und die nehmen sie dann auch und kommen dann in dieses Dorf, wo dann wirklich seltsame Rituale und dieses Festival, wo halt keine Bands oder so spielen. Das ist halt kein richtiges Fest. Doch, da spielen Bands. Ja, ja, aber es ist eher so eine Cantina-Band oder so. Ja, es soll halt irgendwie 7 Tage dauern, was dann irgendwie sich immer weiter steigert da und naja. Es kommt dann halt relativ schnell dazu, dass dann auch von diesen Jugendlichen dann auch welche zu Schaden kommen oder irgendwie Sachen mit ansehen müssen, die sie nachhaltig traumatisieren und ja. Aber das jetzt als Horrorfilm zu bezeichnen, weiß ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Es sind zwar ein paar schockierende Bilder zu sehen, die sehr explizit auch dargestellt werden. Dann gibt es sehr viele so eklige Szenen, wo halt von irgendwelchen Ritualen berichtet wird. Und dann bekommen wir mit, dass diese Rituale wohl auch ausgeführt werden, die ja irgendwie sehr, sehr eklig sind. Also es hat was mit Sachen zu tun, die gegessen oder getrunken werden. Und das ist einfach sehr, sehr eklig. Und letzten Endes ist der Film einfach 2,5 Stunden gepflegte Langeweile und es passiert dann letzten Endes das, was ich wirklich am Anfang schon gedacht hatte, also so könnte es ausgehen, so, oder wenn es jetzt ein billiger Film ist, geht das so aus und genauso geht es aus. Also ohne jetzt da was zu spoilern, ne, aber der Film hat mir nichts gegeben. Die Leute agieren einfach total stupide, Facepalm-Szenen ohne Ende, so nach dem Motto, ja, dieses ist hier dieses heilige Buch, das darf man nicht fotografieren. Du weißt genau, was wird er wohl tun. Geht natürlich in der Nacht raus. Okay, Spoiler. Ja, egal. Das ist so, alles so stupide. Ja, dies ist das Haus, wo irgendwas gelagert wird. Da darf kein anderer rein. Ja, was wird wohl passieren? Ja. genau. Ja. Also nur solche Sachen. Ja, oder ich weiß nicht. Nee. Wenn du das hier nimmst, dann wirst du dich irgendwie, dann bist du dann auf Droge und nimmst das alles ganz locker. Und er denkt noch so, dann nehme ich das vielleicht mal lieber nicht. Und dann so, ach, scheiß drauf, zack. Nur solche Dinge, wo man sagt, ey, das geht einfach gar nicht. Und der Film hat auch so eine Langsamkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt in wird. Falls ja, dann bin ich da erstmal raus aus dem ganzen Business, weil das ist einfach nicht mein Stil. So wie dieser Tarantino-Film, dieser letzte. So einfach, ich bringe einen Film rein, der ins Kino, der einfach irgendwie 2,5 Stunden geht, wo einfach Leute sinnlos von A nach B fahren und nichts passiert. Und genauso hier auch. Du siehst Szenen, wo die irgendwie stundenlang irgendwas machen oder minutenlang, was irgendwie völlig Banane, wo du sagst, ja, ich hab's ja verstanden, okay, die tanzen jetzt da im Kreis, okay, ja. Also, meine Güte, ja. Ey. Boah, das,
Darf ich jetzt auch noch was dazu sagen? Ja, du kannst jederzeit reingrätschen. Ich dachte nur hier. Nein, ich wollte nicht reingrätschen. Ich fand es sehr schön, wie du dich da drüber. Jetzt kommt dein Lob dieses Films, nehme ich an. Nein, es war jetzt. Es war auch kein wirklicher Rant. Es war einfach nur. Ich gebe dir ja recht, es sind 2,5 Stunden viel zu lang. Das hätte ich auch in einer halben Stunde wahrscheinlich erzählen können. Nur, ich möchte an der Stelle ganz kurz Florence Pack mal kurz rausstellen, weil. Die Rolle, wo sie hatte, war keine einfache. Wir haben die dieses Jahr schon in der Sneak gehabt, in Fighting With My Family. Und jetzt haben wir sie wieder in der Sneak gehabt. Da hat sie mir besser gefallen. Ja, ja, ich fand ihre Rolle fand ich sehr, sehr krass, weil sie war ja wirklich, hat eine gespielt, die so diesen Spagat mit, oh ja, ich möchte eigentlich an der Beziehung festhalten und ist alles eigentlich doch und ich will ja auch nicht allein sein, Angst vorm Allein sein haben und auf der anderen Seite aber auch echt eine ziemliche psychische Macke einfach aufgrund der Dinge, die da aufgetreten sind und passiert sind. Und ich fand, das hat sie relativ gut gespielt. Und deswegen hat das für mich den Film etwas aufgewertet. Ja, ich fand sie auch süß, ist ja klar. Aber trotzdem, abgesehen davon, fand ich sie schauspielerisch echt relativ gut. Im Gegensatz zu manch anderen. Und manche andere Szenen von diesem Film bekomme ich sehr schlecht aus dem Kopf. Ja, ekelhaft, ey. Ich meine, ich fand's schön, dass. Das heißt schön. Schön ist vielleicht das falsche Wort. Ich fand's interessant, dass der Film relativ zuverlässig daneben war. Von den Szenen her. Also, wenn da Menschen irgendwo runterfallen, plötzlich, es wird dann schon deutlich auch gezeigt, wie. Und das fand ich schon teilweise hoppala. Also das war nicht so ganz feine Kost. Und alles so vorhersehbar. Weißt du noch, bevor der andere gesprungen ist da? Da haben wir doch noch gesagt, da passiert jetzt bestimmt genau das. Ja, und gut, genau das ist passiert. Ja, das ist das Problem von dem Film. Das. Aber auf der anderen Seite, das mit der Paarungsszene, das hast du auch nicht vorher gesehen. Nee, nicht wirklich. Ich habe dann auch irgendwann war ich einfach so genervt von diesem Film, dass ich mir einfach gewünscht habe, dass er irgendwie zu Ende geht. Also, und wenn da ein großes Feuer irgendwie und alle verbrennen, aber es ist leider nicht passiert. Also, ach, das war so ein ärgerlicher Film. Also, das ist halt so, ja, man versucht halt so ein heidnisch. Was mich da auch noch so ein bisschen gestört hat, ist so eine latente Form von amerikanischem Rassismus gegenüber allem, was irgendwo in der alten Welt ist. Weißt du, so nach dem Motto, wenn jetzt irgendwie Ami-Kids diesen Film sehen, die denken doch, Schweden, das sind alles irgendwie Bekloppte, die da irgendwie, ja. Deswegen, der Film ist auch in Schweden sehr, sehr, die haben das sehr an den falschen Hals gekriegt, diesen Film. Und ich kann das auch total nachvollziehen, weil da wird ja nichts anderes gezeigt. So nach dem Motto, ja, Schweden, das sind alles solche, das wird ja so, und das hätte ich auch von diesem Regisseur eigentlich nicht erwartet. Ich hätte, nachdem er Hereditary, was er doch durchaus ein paar Bögen geschlagen hat und doch mal irgendwie andere Sicht der Dinge gemacht hat und doch mit Überraschungen und Verwirrungen, aber das hier, ey, das geht gar nicht, ey, das ist... Und vor allem die Beschreibung und der Trailer auch, das leitet die Leute völlig auf die falsche Fährte. Aber offensichtlich stehen wir da auch wieder relativ alleine da mit unserer Meinung, weil hier der Film hat 7,7 zum Beispiel bei Moviepilot. Eine körperliche, einzigartige, komplett verdreht schräge Erfahrung. Ja, gut, einer hat hier ein bisschen kritisch hier, warum sich Esther in die Idee einer weißen Sommernacht verliebt hat, bleibt offen. Aber ansonsten hier so 9 Punkte, 7 Punkte. Smart Horror vom Hereditary Regisseur. Mutiert zum, das sonnendurchflutete Schweden mutiert zum filmischen Fieberalbtraum. Ja, man kann aus jedem, glaube ich, was rausholen. Hat jetzt bei uns beiden, glaube ich, beide nicht so wirklich funktioniert. Ich suche hier gerade mal irgendwie einen, der hier mal ein bisschen was Schlechteres geschrieben hat. Oh ja, hat gerade jemand geschrieben, er hat es auch in der Sneak Preview gesehen. Gerade in der Sneak gesehen, vor 6 Tagen, könnte fast bei uns gewesen sein. Sowas würde ich mir öfter wünschen. Das Szenenbild war super, der Schnitt war immer messerscharf und der Plot eher unerwartet. Für Leute, die keine Jumpscares brauchen, unbedingt zu empfehlen.
Was ich aber auch noch hervorheben möchte, wirklich, ist, dass wir den Bildern, mit den Kamerabildern. Ja, weil gut gedreht, also definitiv. Das war sehr cool gemacht, weil wenn dann die Hintergründe verschwimmt und sich bewegt und Häuser dann plötzlich so verschwimmen und auch so hinwabern, das fand ich ganz cool. Das war, das war der eine Punkt, den ich gegeben habe. Der andere war für Florence Puck und damit sind wir genau bei zwei. Was ich da gegeben habe, ich auch zwei. Also die filmische Umsetzung war wirklich perfekt. Also was du gerade beschrieben hast, dass eben, wenn die Leute irgendwelche Drogen nehmen oder irgendwie geistig verwirrt sind aus irgendwelchen Gründen, dass dann der Hintergrund anfängt, so seltsam zu wabern und so, weil im Normalfall achtet man auf die Person im Vordergrund und nimmt den Hintergrund eher so beiläufig wahr. Und das ist dann so eine subtile Beeinflussung des Zuschauers, der dann einfach so ein unangenehmes Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie wird es mir gerade schwummerig, aber ich weiß nicht warum, ich kann es nicht greifen. Aber es gab auch vorher nochmal so eine Szene, wo die mit dem Auto anreisen und dann ist so eine Art Drohnenflug über das Auto und dann kippt die Welt so weg, ne? So, ja. Also einmal so rum und so. Das, also vom Dreh her war das echt cool. Und aber ey, der Film an sich, also oh, wenn ich hier lese, ey, 9 Punkte, 9 Punkte, 9,5, 7, 7, 8, 8, boah. Midsommar ist ein sensorisches Erlebnis, ein Film, der einen gefangen nimmt und keinen Hehl daraus macht, was er vorhat. Durchdringend im Spiel seiner grandiosen Darsteller und in gleichsam wunderschönen, albträumerischen Bildern, erschütternd in seinen radikalen Parts und allgegenwärtig befremdlich. Puh, nee, also, ja. Also in der Sneak gehen wir ja, weiß Gott, nun immer sehr offen ran an alles, was uns da erwarten möge. Und aber nee, also Hereditary, also für mich auch nur 2 Punkte, weil es ging, Midsommar, nicht Hereditary. Meine ich ja, Midsommar. Also es ging einfach viel zu lang. Und für seine Länge hat er einfach zu wenig untergebracht. Ne? Aber vielleicht ist es jetzt das neue Ding, ich weiß nicht. Wie sieht denn dein Hinweis für morgen aus? Der Tipp für die nächste Sneak, das wäre dann die 1019 schon. Guck mal an. Die 1019, vor kurzem haben wir ja hier noch die 1000 gefeiert, jetzt schon 1019, ist einfach nur, sie müssen ausbrechen. Ja, und da ist der Martin, der ja immer schon, während wir noch in der Sneak sitzen, der tippt da ja schon, der in Halle im Light Cinema arbeitet, schöne Grüße. Der hat schon was getippt aufgrund seiner Erfahrung. Der hat ja letzte Woche richtig getippt mit Midsommar, den ich ja auch getippt habe. Deswegen habe ich da gar nichts weiteres hinzugefügt. Der tippt diesmal 47 Meters Down, Uncaged. Der High-Film. Ja, genau. Den, der das würde dir natürlich gefallen. Der würde mich ja tatsächlich interessieren. Ja. Hier ist High-Alarm. Einmal pro Sendung muss das sein, ne? Ja, definitiv. Ja, 47 Meters Down, Uncaged, also ich habe ja den vorhergehenden 47 Meters Down, fand ich ja auch gut, ey. Den mochte ich ja tatsächlich, also nicht auf so eine trashige Art, wie ja meistens die High-Filme sind, sondern den fand ich tatsächlich sogar ein bisschen spannend, also das ist auch gut gemacht gewesen und diese Bedrohungssituation, man ist in diesem Käfig unten, hat keinen Kontakt zu der Tauchbasis oben und man kann aber nicht hochtauchen, weil das zu schnell wäre und so. Echt gut. Würde mich interessieren, auch wenn ich die Gefahr witter, dass der zweite Teil scheiße wird, weil wie es meistens ach, ist. Ach was. Ich habe auch noch ein paar Filme getippt. Einmal Get Lucky. Die Schrotflinte wieder, ne? Ja, dadurch, dass ja der Tipp sehr vage ist diesmal mit Ausbrechen. War ja letzte Woche naheliegende. Get Lucky, Skin habe ich noch. Das ist diese Nazi-Drama-Film, wo es halt darum geht, dass da einer aus diesen Verhältnissen da ausbrechen muss und doch mal wieder normal werden will, muss im Kopf, weil er jetzt Familie kriegt und Kind und so weiter. Da kann er halt nicht mehr irgendwie sinnlos durch die Gegend laufen da. Da muss er halt doch mal sein Gehirn einschalten. Und dann noch Zwischen uns die Mauer, was natürlich, wie der Name sagt, hat das was mit der deutsch-deutschen Teilung zu tun. Die Kathy hat noch getippt, Systemsprenger. Aber da hat der Martin schon geantwortet, der läuft schon regulär in den Kinos. Also könnte eher nicht kommen. Deswegen, tja, mal schauen, was uns da erwartet. Ja. Dann
gucken wir da mal. Du hast nichts gesehen. Nee, ich glaube, wir haben mehr Fallout gespielt jetzt die Woche. Ja, leider. aber bei den gesehenen Filmen, ich habe noch was. Heimkino. Neben dem Schläferz, den Toxic Avenger, den ich geguckt habe, der großartig war. Ich habe es dir übrigens aufgenommen und hier bei uns in die Magenta Cloud gelegt. Kannst du dir mal runterladen. Da ist ja quasi auch diese ganzen Kommentare von Kalkofe und so sind ja da mit dabei. Kannst du dir mal angucken, können wir vielleicht nächste Woche mal drüber reden. Also das ist natürlich für Superheldenfans ein Muss, der Toxic Avenger. wenn du mal lachen willst. Ich habe Trautmann geschaut, der ja neu erschienen ist auf DVD und Blu-ray. Und ich habe den erst mit der Kohlenzange angefasst, hier diese Rezensionsdisc, die wir da bekommen haben, weil der Regisseur ist Markus H. Rosenmüller. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Film von ihm schon mal in das Sneak rausgegangen bin, was echt selten vorkommt. Und habe ich mich da ein bisschen so schwer getan. Das war, wie hieß der Film, wo ich rausgegangen bin? Nee, Sommer in Orange, den fand ich auch sehr schlecht. Den habe ich auch geguckt, aber der war nicht in der Sneak. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Jedenfalls bin ich da ein bisschen vorsichtig rangegangen und bin angenehm überrascht worden. Echt. Also in dem Film, Trautmann, geht es, also ist zum einen ist es ein Film, der in Englisch gedreht ist, also kein, in Anführungszeichen, kein deutscher Film. Ja. David Cross spielt die Hauptrolle, den man ja durchaus kennt aus einigen oder vielen deutschen Filmen. Freya Maver und John Henshaw spielen noch mit, zum Beispiel. Und wir sehen am Anfang einige Kriegsszenen, die so am Ende des Zweiten Weltkrieges spielen, wo es für Deutschland ja nicht mehr so gut lief und da einige zu Schaden gekommen sind, verletzt worden. Das war jetzt nicht mehr so heroisch und alle gewinnen und keiner kommt zu Schaden, sondern da ging es schon echt übel zu. Und David Cross wird gefangen genommen, kommt in Kriegsgefangenschaft und dort in diesem Camp muss er erstmal wirklich ganz üble Sachen machen, aber wird immer noch gut behandelt. Und eines Tages sind die dann mal auf diesem Gefängnishof und sie wetten so, oder er sagt zu seinem Kumpel, hey, wenn du dir ein bisschen mehr Zigaretten verdienen willst, dann mach das mal mit denen klar. Ich gehe hier zwischen diese zwei Pfosten und die sollen mal versuchen, bei mir einen Elfmeter reinzuhauen. Und wenn sie es nicht oder wenn sie nicht schaffen, müssen sie eine Zigarette abgeben und wenn sie es schaffen, kriegen sie zwei zurück oder so. Also eine ganz simple Wette. Und in dem Moment, wo das gemacht wird, dann schaut doch gerade jemand zu, nämlich der Trainer von St. Helens, glaube ich, von so einem Fußballclub und seine Tochter ist da auch mit im Auto dabei, die so ein bisschen in diesem Camp so ein bisschen den so Schwarzmarktware so vorbeibringen und so ein bisschen da dealen und wird dann auf ihn aufmerksam und als sein eigener Torwart so fliegenfängermäßig gerade unterwegs ist in der Saisonvorbereitung, holt er ihn dann rüber in das Team und er darf natürlich niemandem sagen, dass er, Krieg ist jetzt schon zu Ende, ne, aber er darf halt niemandem sagen, hier, ich bin Deutscher oder so, er muss es am Anfang verheimlichen und dazu kommt auch noch, dass er sich in diese besagte Tochter eben auch verliebt. Ja, basiert aber alles auf wahren Ereignissen. Also das ist jetzt kein Bullshit oder so. Den muss ich da hat einfallen lassen. Ist kein. Der ist dann sogar noch dieser Torwart ist so gut geworden, dass er sogar zu Manchester City von Manchester City geholt wurde damals. Er wurde dort nicht mit offenen Armen empfangen. Ganz im Gegenteil, man hat sogar den eigenen Torwart beschimpft und ausgebuht am Anfang. Aber als er nennenswert mitverantwortlich war, dass Manchester City da diverse Cup-Finals gewonnen hat und das eine Mal hat er sogar sich schwer verletzt gehabt, hat mit einem gebrochenen Halswirbel die letzten 20 Minuten gespielt. Ich fand den wirklich gut. Ich habe den am Anfang auf Deutsch angefangen und habe dann aber gedacht, da waren so komische Szenen drin, dass der Lagerleiter, der erzählt was, bla bla bla, und dann steht so ein Typ daneben, der sagt dasselbe nochmal. Dachte ich, Moment mal, stimmt doch was nicht. Er sagt das doch bestimmt jetzt auf Englisch und der andere übersetzt ihm das auf Deutsch oder so. Ne? Dann habe ich halt mal ins Original umgeschaltet und das Englisch ist ja echt, es ist einfach, also da kommt man gut zurecht. Und ich finde den Dialekt so herrlich da, also den die da sprechen in dem
auch. Ich fand es wunderschön, das so zu hören. Und dann wird auch ganz, ganz viel Deutsch gesprochen. Wenn die untereinander reden, reden die Deutsch, also im Original. Ich würde jedem empfehlen, diesen Film im Original zu schauen. Und dann auch so diese ganzen Fußballsachen und so, wenn die alle im Original kommen und nicht übersetzt, das ist schon sehr, sehr schön. Ich fand den echt gut. Also der, das ist so einer, der hat hier bei Moviepilot hat er 6,9. Ich würde ihn sogar noch besser bewerten. Ich gebe dem 7,5 von 10. Ich fand ihn schön, auch so für Fußballhistoriker, so für Fußballromantiker, wie das früher war. Also man sieht dann so die Tochter von dem Trainer, die dann so diese abgefrackten Baracken, wo die Farbe abblättert, dann nimmt die selber einen Eimer mit ihrer Freundin und streicht das so. Weißt du, so ein bisschen so Fußballromantik, wie es halt wie es halt früher so war. Ne? Da gab es halt nicht so riesen Stadien mit Facility Engineering, Facility Services, die sich um alles kümmern. Ne? Und wie sich das damals so entwickelt hat und wie die damals auch gespielt haben. Und es war halt noch weit weg von irgendwelchen Wahnsinnskommerz, ne? Und die Stadien. Ich fand es einen echt schönen Film. Ich kann dir den auch mal geben, wenn du möchtest. Ne? Ja. Traut man. Also kann man echt gucken. Gerne. Ich habe da wirklich Vorsicht walten lassen. Ich dachte, ich guck mal rein. Wenn das wieder so eine Geschichte ist, die so schwurbelig, schwülstig und verfahren ist, dann gucke ich nicht weiter. Aber ich fand auch die, am Anfang die Kriegsszenen fand ich gut inszeniert. Das ist ja auch immer schwierig so. Ja, traut man. Also von mir mal eine Empfehlung. Gibt es jetzt auf DVD, Blu-ray und auch auf diversen Streaming-Diensten kann man sich den momentan ausleihen oder kaufen. Guckt da mal rein. So. Und wo ihr auch reingucken könnt, schauen wir jetzt. Kinocharts und Neustarts. Hast du die Charts auch mit offen? Ja, natürlich okay. Habe ich die offen. Ich fange mal mit Platz 11 an. Ja. Weil es ist ja die Empfehlung, habe ich auch auf Instagram. Empfehlung von unserem. Von dem dritten Torwart vom VfB, vom Jens Krahl, super Typ. Der heute Geburtstag hat. Schöne Grüße, er hört ja jede Sendung von uns. er hat in der Stadionzeitung Rambo 5 The Last Blood empfohlen. Ich fand das so irgendwie so absurd und cool, dass Jens Krahl Rambo 5 Last Blood empfiehlt. Ich weiß nicht, ob er damit überhaupt was zu tun hatte oder ob er einfach nur sein Gesicht für dieses... ich glaube, Traumpalast in Waiblingen oder sowas war das, die Werbung. Ob er einfach sein Gesicht dafür hergegeben hat, gesagt, komm hier, macht halt eine Filmempfehlung. Oder ob er halt wirklich diesen Film gut findet. Weil ich habe tatsächlich, Guilty Pleasure, ich habe tatsächlich versucht, ob ich es gestern irgendwie noch abends schaffe ins Kino. Ich wollte tatsächlich Rambo 5 Last Blood gucken. Weil der läuft uncut im Original. Hier in Ludwigsburg bei mir um die Ecke im Zentral. Und ich dachte mir, der wird nicht lange laufen. Ich muss in der ersten Woche rein, der interessiert mich tatsächlich. Ich glaube, der ist so absurd scheiße, den muss ich gucken. Ich habe ja schon gelesen, okay. So von in irgendwelchen Zeitungen so Überschriften wie das große Gemetzel und sowas. Ja, okay, dann mach du mal weiter, Platz 10. Genau, Platz 10, Angel Has Fallen. Platz 9, Ad Astra, zu den Sternen, das soll gut sein. Ja, Platz 8, A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Platz 7, Angry Birds 2. Der Film. Ach so, Platz 6, Downton Abbey. Platz 5, Good Boys. Platz 4, Once Upon a Time in Hollywood. Platz 3, Der König der Löwen. Platz 2, Gut gegen Nordwind. Mhm. Und Platz 1, immer noch S, Kapitel 2. Mit Pennywise. Schauen wir mal, was noch so anläuft hier am 26. September. Ja. Soll ich anfangen? Ich glaube, den ersten hast du doch in der Sneak gesehen sogar. Ja, Ready or Not, auf die Plätze, fertig, tot. Den hatten wir hier auch in der Sendung. Der läuft an. Ja, jetzt am 26. Da habe ich ein Poster gekriegt in meiner Lootbox. Ja, ich auch. es läuft auch noch an. Da tendieren wir sogar, dass wir da ins Kino gehen. Shaun das Schaf 2, UFO-Alarm. Und da habe ich den Trailer und so ein Making-of gesehen. Es sieht echt cool aus. Und ich mag Shaun das Schaf, hallo? Da lache ich mich. Shaun das Schaf ist. Ich war letztens auch in dem vorhergehenden Film mit Shaun das Schaf, wo die da in die Stadt gehen und so. Da haben wir uns so kaputt gelacht. Ja, der war auch sehr gut, ja. Midsommar läuft noch an. Hey, davon geht da mal haben wir rein. Schon 2,5 Stunden drüber gesprochen. Ja, hier haben wir es doch. Get Lucky.
Sex verändert alles. Übrigens mit Paulina Ruschinski und Bjarne Meisel. Eine Komödie. Warum habe ich da gedacht, ausbrechen? Achso, da geht es um zwei Jugendliche, die irgendwie mal aus ihrer Situation ausbrechen wollen und einen Sommer am Meer leben wollen. Genau, um da. Ja, sechs Jugendliche, die das erste Mal ohne Eltern in den Urlaub fahren. Genau. Aus zwei Worten sechs. Okay. Der folgende Film könnte auch passen. Das ist nämlich Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Ein Animationsfilm von DreamWorks. Und der Yeti sucht seine Familie. Der Distelfink läuft an. Theodor kommt nach dem Tod seiner Mutter erst zu wohlhabenden Freunden, später zum alkoholsüchtigen Vater und rutscht letztendlich in die Kriminalität ab. Das ist kein Feelgood-Film, glaube ich. Nee. Nureyev, The White Crow, biografisches Drama über das Balletttalent Nureyev, der während seines Paris-Aufenthalts vom Radar des KGB entfloh und politisches Asyl beantragte. Von Ralph Fiennes ist der. Spielt auch selber mit. Okay. Dann läuft noch an von François Ozon, ein neuer Film. Gelobt sei Gott, da geht es um die Missbrauchsfälle in der französischen Kirche und die Verarbeitung der Opfer. Wahrscheinlich die seelische Verarbeitung, die die Opfer durchmachen 30 Jahre später. Also nicht die Opfer werden verarbeitet, sondern... Aha. So, jetzt übrigens eine französisch-belgische Koproduktion, das könnte bedeuten, dass da... nee, glaube nicht. Jetzt kommen ganz arg viele Dokus gerade erstmal noch. Oh Gottes Willen. Aber dann kommt die nächste, was keine Doku ist, ist mein Favorit diese Woche. Pumuckl und der blaue Klabauter. Ich glaube, zu Pumuckl muss man nicht viel sagen, oder? Ich glaube, mein Favorit ist dann eher Three from Hell. Der neue Rob Zombie-Film. Nach Haus der tausend Leichen und Devil Rejects bringt Rob Zombie nun den dritten Film über die mörderische Firefly-Familie auf die Kinoleinwand. Tja, und dann haben wir noch The Hero oder nur Hero, russischer Action-Thriller über einen Ex-Geheimagenten, der nach 15 Jahren in Europa von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Okay. Es gibt auch noch eine Wiederaufführung von Leon der Profi in diversen Kinos. Soll auch mal nicht unerwähnt bleiben. Hat man neu abgetastet und wer den Film nicht kennt, ist ein cooles Ding. Einfach mal gucken. Sehr cool. Ja. Habe ich damals auch etliche Male gesehen. Irgendwie so. Ja. Videokassette. VHS. Also einiges dabei und wir schauen mal noch in die Blu-ray-Neustarts vom 23. September, also sprich von morgen, von Montag. Von der Woche an, ne? Ja. Soll ich anfangen? Du das Erste? Ja. Nee, mach du das Erste, dann kannst du das Letzte machen. Der Flohmarkt von Madame Claire. An einem wunderschönen Sommertag wacht in einem französischen Dorf Madame Claire, gespielt von Catherine Deneuve, auf, überzeugt davon, dass ihr letzter Tag, ist wahrscheinlich, wir wissen jetzt nicht mehr, aber sie denkt wahrscheinlich, es wäre ihr letzter Tag, den sie noch hat, und dass ihr der Tod droht und will alles Mögliche verkaufen, denke ich mal, irgendwelche Erinnerungsstücke. Das klingt so, ja. Klingt so. Dann läuft an auf Blu-ray Aladdin, die Real-Human-Verfilmung mit Will Smith, Ali, Blaine Black, daher kann man Temperament von der Flaschengeist, Genie und ja, den, wenn du ihn reibst, aus seiner Wunderflamme bekommst. Wer kennt die Geschichte von Aladdin nicht? Naja. Okay. Ich weiß nicht, war ja im Kino sehr erfolgreich, wieder erwarten. Ja. Also hätte ich ja nicht gedacht, dass der, nachdem er so viel Beef am Anfang einstecken musste, da wegen Will Smith und so, wurde er so blau in diesem ersten Trailer, ging das Internet ab. Naja, genauso wie in diesem Sonic-Trailer da, der erste Sonic, der sah ja auch furchtbar aus. Den überarbeiten sie jetzt, deswegen kommt er noch ein ganzes Stück später. Ah ja, okay. Auf Blu-ray läuft auch noch, oder gibt es jetzt neu auch noch einen Film für alle, die den nicht gefundet haben, können den jetzt kaufen, nämlich Iron Sky, The Coming Race, also sprich Iron Sky 2. Gibt es auch als Limited Steelbook. Ich habe das ja schon irgendwie vorab bekommen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt erst erscheint. Ich habe ja als Sponsor das schon ein bisschen eher gehabt. Ich fand den extrem lustig. Also wer so ein bisschen Mut zum Trash hat, das ist ja nicht alles perfekt. Das ist ja kein richtiges Top-Hollywood-Kino. Aber hat ja halt eine so total abgefahrene, krude Story. Das macht einfach total Spaß. Und wenn ihr aufmerksam guckt, findet ihr meinen Namen im Abspann.
Ja. So, dann haben wir die Blu-ray und so weiter, die Neustarts alle durch. Dann werfen wir doch mal einen Blick, was es so an neuen Trailern gibt. Sneak Preview. Guck jede Woche, ob es coole neue Hai-Filme gibt. Nicht das. Morgen herrscht ein Hai-Alarm. Ein Trailer ist mir untergekommen, nämlich Jojo Rabbit. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es in diesem Film überhaupt gehen soll. Das ist auf jeden Fall vom Regisseur Taika Waititi ein Film, der ja zuletzt zum Beispiel den Thor Ragnarok Film, oder wie hieß er, Götterdämmerung, hieß er, glaube ich, im Deutschen, ne? Oder? Keine Ahnung, ich kenne ja auch nur den Ragnarok. Der hieß doch irgendwie, jetzt gucke ich mal ganz kurz nach hier, wie der im Deutschen hieß. Ah, nicht Produzent, Director, hier. Thor Love and Thunder macht er auch noch. Tag der Entscheidung hieß er im Deutschen. Thor, Tag der Entscheidung, oder? Ja. Oder hat zum Beispiel auch noch gemacht, so Fünf Zimmer, Küche, Sarg oder ja, coole Filme und so. Und der hat jetzt einen ganz seltsamen Moment. Der macht eine Time Bandits Serie. What? Cool. Oh, ich habe den Film geliebt, ey, mit Sean Connery. Ey, das sehe ich jetzt gerade durch Zufall. Executive Producer und... Du hast auch so ein bisschen ADHS, ne? Ne, ich bin jetzt gerade hier... Ich sehe das jetzt gerade. Das ist krass, ey. Also, bei diesem Film weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig, worum es geht. Lässt sich irgendwie schwer beschreiben. Ist so eine Art Camp, weiß nicht. Und plötzlich ist da Adolf Hitler da und irgendwie komische Sprüche. Und es soll wohl irgendeine Parodie sein. Es ist extrem satirisch und sieht aber so abgefahren aus, dass es irgendwie bestimmt wahnsinnig lustig ist. Jojo Rabbit. Ich verlinke es einfach mal mit. Und Chris habe ich vorhin vor der Sendung damit auch irgendwie ziemlich geschockt. Abgefahren. Man weiß ja nicht, worum es geht. Warte mal, vielleicht findet man irgendwas. Hier gibt es ja schon einen Eintrag auf der IMDb für Jojo Rabbit. A young boy in Hitler's army find out his mother is hiding a Jewish girl in their home. Okay, also ein junger Junge in Hitler's Armee findet heraus, dass seine Mutter zu Hause ein jüdisches Mädchen versteckt. Okay. Und da ist ja auch noch Sam Rockwell mit dabei, habe ich kurz gesehen. Und das ist ja sowieso, das ist ja für mich so eine Indikation, dass der Film per se erstmal gut ist. Und Scarlett Johansson spielt noch mit. Es spielt auch Rebel Wilson mit. Weiß ich. Stephen Merchant spielt noch mit. Von Hello Ladies oder von diversen anderen. Also, ich glaube, das wird ganz gut. Sonst würden die auch alle nicht mitspielen. Und Sam Rockwell, der sucht sich keinen Scheiß aus. Und der zweite Film ist ist im Kino-Star-Verleih. Das heißt, da hatten wir auch einige Filme in der Sneak Preview, deswegen könnte es fast sein, dass wir den mal erwischen. Möchte ich hier gerne mal mit vorstellen. Der heißt We Have Always Lived in the Castle und handelt wohl davon, dass bei einer Familie, die am Anfang im Trailer nur noch zu dritt an so einem großen Abendbrottisch sitzen, gab es wohl mal einen schlimmen Unfall, Todesfall, also wo halt einige Familienmitglieder an einer Arsenvergiftung gestorben sind und deswegen sind nur noch die paar übrig und die werden auch in diesem Ort ziemlich übel behandelt, wenn sie mal rausgehen und es ist alles sehr mysteriös und suspekt, was das überhaupt für Leute sind und was da passiert ist und eines Tages taucht dann irgendwie ein Typ auf, der sagt, ja, der gehört auch mit zur Familie und alle tun total überrascht und soweit der Trailer, ne? Hat mich sehr stark. Ich habe vorhin vor der Sendung etwas länger überlegt, an welchen Film dieser mich erinnert. Und ich bin endlich auf den Titel gekommen, nämlich Stoker, die Unschuld endet von Chan-wook Park, den wir mal in der Sneak Preview hatten, mit Mia Wasikowska und Nicole Kidman, wo der Vater der Familie stirbt irgendwie und auf der Beerdigung taucht plötzlich ein Onkel auf und das ist irgendwie so ganz gespielt von Matthew Good. Und der ist irgendwie ganz mysteriös und freundet sich auch irgendwie mit der Witwe an und das ist irgendwie ganz seltsam. Und ich glaube, der Film geht so in die ähnliche Richtung. Wobei wir bei Kinostar müssen wir auch so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ach. Da gab es in der Vergangenheit auch üble Fails. Ach.
Deswegen Obacht, Obacht hier. aber gut, wenn man den in das Sneak bekommt, kann man eh nichts daran ändern. Dann kommen wir so langsam mal in diesen allgemeinen Bereich, oder? Ja. wir hatten ja ein Gewinnspiel laufen gehabt. Die durchaus schwere Frage lautete: Welchen Superhelden hat der Schauspieler schon mal gespielt, der bei Spider-Man Homecoming dem Bösewicht spielt? Und es hat mich echt überrascht, haben viele mitgemacht. Es gab 105 Antworten, alle richtig. Keine einzige falsche Antwort. Und wenn ich das so sehe hier, ich habe ja darum gebeten, gleich die Adressen mit hinzuschreiben, damit ich das gleich an die Spam-Dienste verkaufen kann. Nee, Spaß beiseite. damit ich dann gleich nicht nochmal eine Schleife drehen muss, sondern damit ich dann gleich zuschicken kann, die Blu-ray, damit ihr das möglichst schnell habt. Ich werde dann das Dokument natürlich löschen, hatte ich ja geschrieben. Hier hat irgendwo die ganze Familie mitgespielt, sehe ich hier. Gleich 4 Einträge unter derselben Adresse. Und alle heißen gleich. Dann bräuchte ich mal von dir einfach eine Nummer zwischen 1 und 105. 22. Okay, Moment. Da bin ich gleich hier. Das ist die Katharina. Markiere ich mir das mal. Ich sag mal nicht den Nachnamen. Der Nachname ist der Redaktion bekannt. Katharina S. aus Forchheim. 91301. Katharina, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit der Spider-Man Homecoming Blu-ray. Wo habe ich den eigentlich hingelegt? Ach, hier oben. Die es leider nicht mehr gibt. Ja, tut mir leid. Hättest du gefunden, wenn? Du kriegst jetzt stattdessen Gina Wild Teil 5. Nee. Was liegt bei dir noch so alles im Keller? Ich frage nur aus. Also. Alles. Ja, okay. Spider-Man Homecoming noch eingepackt hier. Mit mehr als 60 Minuten Extras, die noch nicht mal ich gesehen habe, weil die ist ja noch eingepackt hier. Und ich habe diese Blu-ray nicht, weil ich habe den Film diverse Male gesehen. Ich habe im Kino gesehen und auf Sky diverse Male. Deswegen werde ich deine Blu-ray nicht auspacken. Du bekommst sie zugeschickt und viel Spaß damit. Und ich glaube, wir können dann irgendwann mal wieder ein neues Gewinnspiel starten. Ich habe ja hier noch ein paar Sachen. Wir haben ja auch hier, wollen wir eigentlich mal dieses Harry Potter Ding verlosen hier. da weiß ich nicht, wie ich es verschicken soll. Hier diesen Ball von dem hier im Quidditch-Spiel. Hier diesen mit den Flügeln. Das kann ich dir zeigen, wie man das verschicken kann. Ich habe da Päckchen. Ja, können wir vielleicht. Also wenn es da draußen Harry Potter-Fans gibt, die das gern gewinnen möchten, dann schreibt mal einen Kommentar. Schreibt einfach nur, ja, Harry Potter-Gewinnspiel machen, dann mache ich das. Das ist ein richtig großes Ding. Ich glaube, es leuchtet auch, oder? So irgendwie USB, ja, leuchtet hier. Ja, sieht echt edel aus. Ein Schmuck für jede Wohnung eines Harry Potter-Fans. okay. Dann würde ich euch noch bitten, liebe Hörer. Es gibt ein Voting von, ich glaube, das ist sogar von Movie Pilot, über das Lieblingskino. Da könnt ihr, da ihr ja diesen Podcast hört und da ihr auch schon den Podcast bis jetzt gehört habt, heißt das, ihr interessiert euch doch ein bisschen für Kino und Kinofilme und geht vielleicht auch das ein oder andere Mal ins Kino. Und es gibt da eine nette Abstimmung im Internet, da könnt ihr nämlich für euer Lieblingskino abstimmen. Und falls ihr keins habt oder euch nicht sicher seid, könnt ihr ja zum Beispiel für unseres abstimmen, für die Innenstadtkinos in Stuttgart, für das Metropol. Winkt einen Zaunsfall. die in unserer Facebook-Gruppe drin sind, die haben von mir eh schon den Link gesehen, den ich da gepostet hatte. Und also in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe bei KinoCast habe ich es noch nicht, aber da werde ich es auch noch posten und ich werde es auch in die Shownotes mit reinschreiben. Dann würde sich das Metropol bestimmt doll freuen, wenn ihr das macht. Ja. Ja. Dann denke ich mal, dann sind wir soweit hier eigentlich durch. Mit dem Support und so. Ich bin noch nicht dazu gekommen, diese Patreon, diese Stufen da einzurichten. Ja, sorry. Muss das mal machen. Muss mir da mal ein paar Sachen einfallen lassen. Irgendwie. Bring back Amazon. Bring back Amazon. Nee, Amazon. Amazon ist erstmal für mich gestorben da. das war mir zu viel Hackmack, da mit irgendwelchen Sachen zusammenlegen und dann ging das nicht mehr und da alle Codes ändern.
Weil ich kann ja nicht rückwirkend hier, ich habe es ja diverse Male verlinkt auch, wo wir so Blu-ray-Empfehlungen in den Blogbeiträgen hätten, da sollte ich das alles nochmal ändern und so. Das war mir da alles irgendwie zu doof, ne, dass die da einfach um die Ecke kommen können und sowas. Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Aber ihr könnt uns ja auch weiterhin in diversen Formen unterstützen, wenn ihr das möchtet. Nämlich auf kinocast.net findet ihr ganz oben einen Menüpunkt, der heißt Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, zum Beispiel auf Phonik oder PayPal spenden. Patreon ist der Link schon da. Wie gesagt, ich muss da noch diese Stufen einrichten. Flatter gibt es offensichtlich auch noch, wo man da irgendwas machen kann. Also wenn ihr noch bei Flatter seid, dann könnt ihr mich irgendwie flattern. Oder hier das Projekt dann zerflattern. Nee, flattern. Ja, Bitcoin hat ja noch nie jemand gemacht. Vielleicht will es mal jemand ausprobieren. Wenn es mal günstig steht, dann ansonsten könnt ihr uns auch gern moralisch und mental unterstützen, indem ihr den Podcast weiterempfehlt auf diversen Portalen, wo wir auch gelistet sind als Podcast. Kann man ja auch so Sternchen vergeben. Macht das mal bitte, damit der auch nach oben kommt. Ich habe jetzt gesehen, es gibt bei Spotify so eine Liste. Nach Charts, so eine Art Chartliste, die beliebtesten Podcasts in bestimmten Kategorien. Und jetzt gucke ich gerade mal, also die wird relativ häufig aktualisiert. Gucke ich gerade mal Kino, Cast. Also wir zum Beispiel gerade, wir sind auf Platz 71 gerade bei Spotify. Damit im Bereich Kino-Podcasts. Ja, im Bereich Kino-Podcasts, genau. Und damit ein Platz zum Beispiel vom Nerd Talk. Schöne Grüße. wo waren jetzt die anderen? Ja, Kino Plus ist zum Beispiel 12 und so weiter. Ne? Also ist schon ganz nett. Sogar vor dem Corporate Podcast Kino von Radio Fritz, der ist auf 73, ich bin auf 71. Und wir haben ja die ganze Woche, also jetzt kommt ja die neue Folge raus, jetzt kommt ja dann erstmal wieder der Push an den Hörerzahlen. Also das ist ja natürlich ganz interessant. Jo, also hört uns Spotify, Deezer, wo wir überall sind, podcast.de und ach, das zieht sich ja irgendwie jeder gefühlt und gibt uns da vielleicht ein Voting und hört uns mal und empfiehlt uns weiter. Twitter retweetet uns, Facebook werdet Fans und dann hören wir uns, denke ich mal, nächste Woche wieder, wenn alles klappt. Und ja, denke ich auch. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin, geht viel ins Kino. Habt euch wohl. Schaut Filme. Jetzt wird es ja wieder kälter draußen und stürmisch, oder kann man das auch mal wieder mehr machen? Ich irgendwas vergessen habe. Mir hatte jemand geschrieben, ich sollte ruhig mal irgendwie ein paar ältere Filme empfehlen. Jetzt greife ich mal einfach hinten mich ins Regal. Zieh ich raus. Ich empfehle... Gina Wild. Nein. Genau. Nein. Pamela Anderson. Ich empfehle Very Bad Things mit Christian Slater und Cameron Diaz. Ja. Okay. Wer den noch nicht kennt, cooles Ding. Kennst du den? Ja. Ja. Fahren nach Las Vegas, wollen irgendwie was feiern. Ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Irgendwie ist da eine tote Nutte im Bad. Gina Wild. Nein, Entschuldigung. Nein. Und die müssen dann irgendwie damit klarkommen und ja, in der 18er-Fassung echt spaßig hier. Okay, jetzt stelle ich es wieder ins Regal. Viel Spaß, Leute. Danke fürs Mitmachen, Chris. Tschüss. Gerne. Ciao. Bis bald im Kinocast.